Durchatmen, Anlauf nehmen, abspringen und sicher landen. Ja, hier steht die Welt öfter mal auf dem Kopf. Carina Schönmeier ist Leistungsturnerin beim TuS Huchting und gilt als absolutes Nachwuchstalent. Bei ihrer ersten deutschen Meisterschaft bei den Erwachsenen holte die damals noch 15-jährige Bronze und das als erste Bremerin überhaupt. Zwischen Profiturnerinnen und Schiedsrichtern plötzlich ist Carina ihren Idolen ganz nah. Das waren erstmal nur so Olympiaturnerinnen und eigentlich hat man früher die immer nur so zugeguckt und danach musste man gegen die turnen. Das hätte ich halt niemals gedacht, dass es irgendwann passiert. Und dann ist der Traum sozusagen wahr geworden. Dann habe ich gegen die geturnt und es war einfach unfassbar, dieses Gefühl, dort zu stehen. Da war ich richtig glücklich drüber. Aufgewachsen und erfolgreich geworden ist Carina mit ihrem Verein, dem TuS Huchting. Hier trainieren klein und groß gemeinsam. Zusammenhalt steht an erster Stelle. Denn gerade bei Wettkämpfen hilft der Rückhalt innerhalb der Mannschaft. Immer mit dabei Übungsleiterin Katharina Kort. Sie trainiert viele der Mädchen von klein auf und weiß, auf ihre Schützlinge ist Verlass. Das ist bei uns sehr, sehr groß gesprochen mit. Also diese ganze gegenseitige Unterstützung, auch gerade im Training, wenn ein neues Element dasteht, da stehen alle da und sagen, ey, komm, mach, das schaffst du, ne, halt durch und ja, steh, mach. Das ist schon toll. Der TuS Huchting wurde 1904 gegründet und hat rund 2400 Mitglieder. 98 davon turnen im Verein. Ob Barren, Schwebebalken, Boden oder doch der Sprung. Turnen erfordert Gelenkigkeit und Stärke, aber vor allem Disziplin. Aufgeben kommt nicht in Frage. Wer Turnen als Leistungssport betreibt, lernt früh, die Zähne zusammenzubeißen. Doch neben all dem sportlichen Ehrgeiz darf natürlich auch der Spaß nicht auf der Strecke bleiben. Und den merkt man hier wirklich allen an. Ich liebe das, dass man so viel machen kann. Ich liebe es einfach, dass man an den verschiedenen Geräten, zum Beispiel auf der einen Gerät braucht man Sprungfähigkeit, an der anderen muss man dehnbar sein. Man kann auch ganz viel fliegen, wenn man so Salto oder so macht. Man kann auch ganz halt drehen und das macht einfach Spaß. Das ist so ein schönes Gefühl dabei. Der Sport ist halt sehr vielfältig, allein, dass wir schon vier Geräte haben. Das heißt, man kann sich da voll drin aushalten. Also man kann so viele Sachen machen, so viele verschiedene Sachen machen. Es wird nicht einseitig, nicht langweilig. Ja, und langweilig wird Carina auch sicher nicht. Sechsmal die Woche trainiert das Nachwuchstalent für ihren großen Traum, die Olympischen Sommerspiele 2024. Schule, Hausaufgaben, Freunde treffen und dann noch das Leistungsturnen. Der Zeitplan der 16-Jährigen ist straff. Gerade deshalb achtet ihre Trainerin immer auf den Ausgleich. Ich sag immer, Turnen ist nicht das Leben. Es macht Spaß, es ist ein Lebensabschnitt mit, aber es folgt danach noch ein Leben. Und ich finde, die sollten nie, auch so eine Carina Schönmeier, nie haben, oh Mann, ich habe was im Leben was verpasst. Die sollen immer diesen Lebensstil mitkriegen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig mit. Carina hat ihre Entscheidung getroffen und will weiter Gas geben. Bald stehen die nächsten Wettkämpfe an. Und vielleicht gelingt der Bremerin ja sogar der ganz große Sprung zu den Olympischen Spielen. Ein cooler Verein, oder? Noch mehr davon findet ihr hier auf dem RTL Nord YouTube-Channel oder ihr schaut einfach mal auf dem Streaming-Portal RTL Plus vorbei. Da findet ihr alle aktuellen Ausgaben unseres TV-Regionalmagazins RTL Nord.